Ja, herzlich willkommen zur nächsten Runde Smarter Service Talk. Heute wieder mit dem Bernhard Kölmel. Hallo Bernhard. Guten Morgen. Ja, du erstrahlst ja heute im neuen Licht. Ich glaube, letztes Mal haben wir dich in einem Homeoffice erwischt. Jetzt bist du an deinem Institut in Pforzheim, richtig? Ja, genau. Genau. Wunderschön. Ja. Die Sonne doch gerade raus. Ja, ja, hier sieht es nicht ganz so gut aus. Wir haben uns für unsere zweite Runde heute euer Framework vorgenommen. Das nennt sich UsePSS. Ich nenne das jetzt mal Framework für Smart Service Innovation. Da wollen wir heute die nächste halbe Stunde vielleicht auch ein bisschen länger drüber sprechen, weil wir zum Ergebnis kommen, dass viele Unternehmen auf der Suche sind nach einem Methoden oder sagt man nach Instrumenten, um den Innovationsprozess neu zu gestalten, eben da, wo sie heute vielleicht noch keine nachhaltigen Erfahrungen haben, nämlich in der Kombination, lass es uns ruhig hybride Produkte nennen, also Produkte, die aus einem, sag mal, physischen Produkt bestehen, die aber durch die Verbindung mit einem digitalen Produkt ein neues Wertversprechen auch dem Kunden anbieten. Da habt ihr, wenn ich das richtig verstehe, etwas entwickelt mit Unterstützung von einem Bundesministerium. Vielleicht steig mal damit einfach mal ein, dass du sagst, was ist denn UsePSS? Ja, im Rahmen des Projektes UsePSS von dem Bundesministerium. Ich höre deinen Fall. Haben wir ein, Houston, wir haben ein technisches Problem, ja? Ja. Wir haben einen Hall. Also ich höre mich wieder von deinem Rechner aus, jetzt nicht mehr. Dann sprich mal weiter. So, ja, wir haben ein Projekt, das nennt sich UsePSS, Usability of Product Service Systems, das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert wird. Und da geht es darum, kleinen und mittelständischen Unternehmen zu helfen, diesen nächsten Schritt vielleicht innerhalb der digitalen Transformation zu gehen und ihre Produkte um nachhaltige und wertvolle Dienstleistungen zu erweitern. Da gibt es eine ganze Reihe von Begrifflichkeiten, das heißt hybride Leistungsbündel, hybride Dienstleistungen, digitale Produkt-Service-Systeme, Smart Services, Smart Products and Services, was auch immer. Das ist so dieser Themenbereich, um den es geht. Gut, wir sind ja beide, glaube ich, Porter-Fans. Wir können uns outen. Ich glaube, der hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Insofern wissen wir, wovon wir da reden. Jetzt ist es ja natürlich so, kommt die Frage auf, müssen Unternehmen dazu erstmal sozusagen die Art und Weise, wie sie Innovation machen, wie sie Forschung und Entwicklung machen, innovieren? Es kommt auf das Unternehmen natürlich an. In diesem Fall ist es immer wichtig, dass ein Unternehmen betrachtet, wo es herkommt und wo es hin möchte. Als eine erste Hypothese ist von uns, und die wird, glaube ich, von ganz vielen geteilt, durch diese technologischen Entwicklungen, exponentiellen Entwicklungen im Technologieumfeld, also verstärkte Computing-Kapazität, fast keine Kosten mehr der Datenübertragung, unendliche Potenziale der Datenspeicherung und allgegenwärtiger Zugriff auf ein Netz, häufig das Internet, ergeben sich viele neue Potenziale. Dazu kommt noch dieses Internetprotokoll Version 6, IPv6, mit dem es wirklich ganz, ganz einfach möglich ist, jedem Ding eine eigene Internetadresse zu geben. Und damit kann ich jedem Ding eine digitale Dienstleistung zuordnen. Und damit werden wir die Art und Weise, wie Dienstleistungen oder Produkte an den Mann gebracht werden, vollständig verändern. Wirklich für mich das einfachste Beispiel ist diese Mobilität, ja, dass ich in Zukunft nicht mehr nur Autos verkaufe, sondern dass ich eine Mobilitätsdienstleistung verkaufe. Wir haben jetzt mit Uber in den USA sehr erfolgreiche Beispiele, Daimler und auch andere Automobilhersteller, Daimler hat sich mit Google positioniert. Das heißt, wir gehen in diese erweiterte
Dienstleistung rein, wo nicht mehr nur das Produkt, sondern zusätzlich eine Dienstleistung verkauft wird. Im industriellen Umfeld gibt es schon sehr viele, sehr erfolgreiche Beispiele mit dem Remote Maintenance, also Wartung und Pflege von Maschinen. Das sind deutsche Maschinenbauunternehmer sehr, sehr erfolgreich. Und diese Transformation und Erweiterung um digitale Dienstleistungen, die werden wir in Zukunft wirklich in jedem Bereich, in jeder Branche sehen. Jetzt, um nochmal ein bisschen sozusagen ins Eingemachte zu schauen, wäre für mich wichtig, nochmal darüber zu sprechen, wie ihr vorgegangen seid, um euer Framework zu entwickeln. Du hast mir ja mal deine Präsentation zur Verfügung gestellt und da gibt es sozusagen eine Übersicht unterschiedlicher, ich kann das einmal kurz teilen, eine Übersicht unterschiedlicher Innovationsmodelle. Und daher die Frage vielleicht mal zum Einstieg an dich, welche Innovationsmodelle eignen sich denn für die digitale Transformation? So, und wie sieht das dann, dann kommen wir nachher nochmal dazu, wie das bei euch in eurem Vorgehensmodell tatsächlich ausschaut. Also da auch ein bisschen ausholen, wo wir begonnen haben, waren wir überzeugt, alle Unternehmen wissen, das, was getan werden muss. Das ist bei vielen inzwischen so, aber es wissen noch nicht alle. Und alle Unternehmen wissen, was sie tun müssen. Das beobachten wir, dass das noch gar nicht so ist. Was wir in Interviews, Gesprächen, Unternehmensbesuchen gelernt haben, ist, dass jedes Unternehmen eigene Kontext-Hintergründe hat. Also das ist das Themenfeld, in dem sie sich bewegen, die Wettbewerbssituation, die sie haben, die Bedrohung durch neue oder alte Wettbewerber, die Bereitschaft der Kunden, sich auf neue Thematiken einzulassen, die Finanzierungssituation und so weiter. Deswegen haben wir identifiziert, dass es sogenannte Kontextdimensionen gibt, die für jedes Unternehmen, jede Branche, für jeden Bereich unterschiedlich sind. Deswegen ist es wichtig, dass man mit diesen Kontextdimensionen beginnt und den Unternehmen hilft, überhaupt zu identifizieren, in welche Richtung können wir denn unsere Innovationen treiben. Was ist denn das, wo die Kunden auch am ehesten bereit sind, mitzumachen, zu testen. Und daraus kann man verschiedene Typen und Ansätze der Innovation ableiten. Wir haben da diese Management-Innovation, die Open Innovation als Innovationsansatz, die durch Forschung getriebene Innovation, Innovation, die durch externe Technologieentwicklungen vorangetrieben wird, oder auch Geschäftsmodellinnovationen. Also ganz viele sind ja heutzutage Geschäftsmodellinnovationen. Diese operationalen Innovationen sind die üblichen Automatisierungs- oder Prozessverbesserungsaktivitäten. Ist ja auch schon seit Jahrzehnten erfolgreich in Deutschland gibt. Und was dann auch wieder möglich ist, ist eine Kombination aus all dem. Ja, also zu Beginn, wenn man sich mit einem Unternehmen unterhält und adressiert, was müssen wir denn angehen, müssen wir uns erstmal klar werden, wo steht das Unternehmen. Das Unternehmen muss abgeholt werden. Und dann sollte man gemeinsam identifizieren, was denn die Richtung sein kann. Ergeben sich natürlich zwei Fragen daraus. Du hast das gleich auch in unserem letzten Gespräch schon mal angesprochen. Kontext ist wichtig. Welche kontextuellen Faktoren schaut ihr euch denn an, bevor ihr dann sozusagen startet? Wir schauen uns an Branche. Ja. Das ist schon mal eine sehr starke Fokussierung. Also bewegen wir uns in einer High-End-Branche, zum Beispiel Automobilbau, wo schon sehr viel passiert ist, oder bewegen wir uns in einer Branche, die sehr traditionell ist, ja, wo man auch sagt, da dauert es eine Weile. Wir haben auch analysiert, dass es im Allgemeinen zwei Produktlebenszyklen dauert, bis so eine Transformation oder eine Disruption tatsächlich richtige Einflüsse hat. Und das kann man sehr schnell herausfinden, wie sind denn die Produkt- oder Dienstleistungslebenszyklen der Unternehmen. Sehr häufig branchenabhängig.
Das Zweite ist, was wir uns anschauen, ist die Technologie-Adaptionsfähigkeit. Das heißt, sind Sie in der Lage, neueste Technologien gleich einzuführen, die Bereitschaft, diese Technologien einzuführen und das vorhandene Know-how im Unternehmen, dieser Technologien überhaupt zu integrieren. Ja, wenn so ein Paradigma, das sich jetzt in den letzten Jahren ziemlich durchgesetzt hat, ist beispielsweise die Cloud, ja, sozusagen 8 bis 9 Jahre gedauert. Und wir brauchen nicht anzufangen, über richtig High-End-Technologie zu sprechen, wenn nicht mal die Grundlagen gelegt sind. Das ist etwas, was wir uns anschauen. Dann das heißt, geht es weiter. Mit euch zum Beispiel, um ganz konkret zu sagen, würde quasi so eine Art Readiness-Check im Bereich Technologie durchführen. Ja, wobei dieser Readiness-Check tatsächlich sehr spezialisiert und auch interaktionsbasiert sein muss. Also man kann eine grobe Einschätzung kriegen durch so eine Art Quick-Check, also, aber dann muss man tatsächlich ins Detail gehen. Und was man auch beobachten kann, dass Unternehmen nicht gleich Unternehmen ist. Ja? Die haben oftmals, also mittelständische bis größere Unternehmen, haben oftmals 8 bis 10 Produktbereiche, und da herrschen schon ganz, ganz große Unterschiede. Ja. Und dann versuchen wir in diesem Umfeld tatsächlich den Bereich zu identifizieren, wo sie am weitesten sind. Wenn man da nämlich die größten Chancen hat, einen Quick Win zu initialisieren und so das Know-how zu vermehren und dann in den Rest des Unternehmens zu transportieren. Was wir ganz unterschätzt hatten, das ist nämlich auch ein Faktor, ist die Strategie oder die Führungsebene. Ja? Zu Beginn bin ich echt davon ausgegangen, ja, die stehen schon alle dahinter und geben dann auch notwendige Gelder frei. Das ist bei weitem noch nicht so. Ja? Ja. Sondern das ist wirklich nur vereinzelt bei den Unternehmen angekommen. Und je kleiner das werden, desto weniger Investitionspotenziale sehen wir. Da gibt es auch immer wieder Ausnahmen, aber die ganz Großen, die viel Geld übrig haben, die können sagen, ja, wir können jetzt mal etwas riskieren. Kleinere müssen dann ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, was ja dann auch tödlich wäre, wenn man sagt, so, ich habe da Geld, dann macht mal und meldet euch ein Jahr später bei mir. Ja, auch da haben wir etwas entdeckt, das war nämlich auch eine lange Diskussion. Sollen wir die Unternehmen, wir beobachten so initiale Projekte, die manchmal gut, manchmal schlecht umgesetzt werden, wo wir aber sicher sind, dass sie niemals erfolgreich am Markt positioniert werden. Sollen wir die Unternehmen darauf hinweisen oder nicht? Ist es nicht sogar notwendig, diese Projekte, die später vielleicht gar nicht genutzt werden, durchzuführen, um das notwendige Know-how aufzubauen, um die Sensibilisierung zu erreichen, um die Mitarbeiter bereit zu machen, um das Level der notwendigen Schulung zu erkennen, um zu erkennen, welche zusätzlichen Mitarbeiter müssen eingestellt werden und so weiter. Was ich schon mal schlau und vernünftig finde, ist den Weg zu wählen, dass man sagt, okay, wir wissen nachher, in welchen Bereichen sozusagen die Innovationsfähigkeit am größten ist, also um Quick Wins zu erzielen. Man geht also sozusagen mit denen voran, die, sag mal, digital am fittesten sind. Ja, definitiv. Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, lasst uns mal einsteigen in euer Vorgehensmodell. Ich kann das einblenden, wenn du möchtest, dann kannst du weitersprechen. Oder willst du es einblenden? As you like. Ja, soll ich es nicht mal einblenden? Und ich blende danach noch eine detailliertere Grafik ein. Genau, dann machen wir es so, weil mein Gesicht braucht man jetzt gerade nicht. Dann gehe ich da jetzt mal drauf. Na, und halte mich mal fest. So, dann mache ich das Ganze noch in schön groß. Mal sehen, ob ich das auch noch hinbekomme. Einen Moment.
So. Okay. Ja, deine Bühne. Erzähl was dazu. Ja, also, was ist ein Vorgehen, das allgemeingültig ist? Und ich komme darauf, dass wir dann wieder aber kontextspezifisch unterscheiden muss. Wir wollten ein Vorgehensmodell entwickeln, das allgemeingültig ist und wo man sagen kann, all diese Schritte müssen in einem Unternehmen durchschritten werden. Bei manchen Unternehmen muss man einfach abhaken, sie haben diese Schritte schon durchgemacht und haben entsprechend das Know-how aufgebaut. Und dann haben wir versucht, konkrete Hilfeleistungen zu geben, damit die Unternehmen zu Beginn unterstützt und später allein diese Phasen abarbeiten können. Das sind also digitale Produkt-Service-Systeme, ist der Fokus. Wie gesagt, diese Ergänzung von Produkten um digitale Dienstleistungen. Und beginnen sollte man oder müsste man im Allgemeinen mit der Sensibilisierung. Bei der Körper, na, erstmal create a sense of urgency. Genau, das ist frei nach Kotter, create a sense of urgency. Was extrem wichtig ist, weil nämlich die Unternehmen noch gar nicht so richtig wissen, wo sie denn letztendlich hinwollen. Ich habe jetzt mal meinen Bildschirm vergrößert, siehst du es? Ja, ich mache es jetzt groß. So. Ich bin ja auch Regisseur, wie man sieht. Jetzt sieht man den großen Aufriss. Genau. Und wie kann man dieses Sense of Urgency in einem Unternehmen kreieren? Das beginnt mit dieser Sensibilisierung. Das findet in vielen Unternehmen statt, indem man auf entsprechende Literatur hinweist, indem eingeladene Vorträge gemacht werden, wo die Potenziale und die Entwicklungen in dem jeweiligen Branche oder für das Unternehmen relevanten Bereich aufgezeigt werden, indem man zu Netzwerkveranstaltungen und Kongresse geht, indem man sich informiert oder indem man sogenannte Use Cases oder Best Practices erzählt. Ich habe ja schon mal gesagt, ich habe auch schon Vorträge bei großen Unternehmen gehalten oder auch börsennotierten Unternehmen gehalten, wo es nur darum ging, Wissen nochmal für einen Vorstand zusammenfassen, obwohl es eigentlich tatsächlich auf einer Arbeitsebene schon da war. Es gibt ja auch so Erweckungserlebnisse von Vorständen, die genau zu solchen Kongressen gehen und dem Karl-Heinz über den Weg laufen und dann ganz aufgeregt nach Hause kommen und sagen, oh Leute, wir müssen uns mal zusammensetzen, wir müssen was tun. Genau, das ist richtig und wichtig, ja, und dafür sind diese Veranstaltungen auch sehr schön oder sehr gut geeignet. Und ich finde es da toll, dass es tatsächlich wir nennen sie auch gern Evangelisten gibt, ja, die sagen, Achtung, es tut sich was. Liebe Unternehmer, verschlaft es nicht. Ja, wenn da nicht Leute wären, die da eindringlich warnen und die Potenziale der Zukunft aufzeigen, dann würde das nie verstanden werden. Wobei bei mir gehört eben auch create the sense of urgency mit dazu. Ab und zu tut es einfach auch unheimlich weh, sich das im Benchmark zum direkten Wettbewerb anzuschauen. Was wir ja machen, ist Digital Customer Journey Mapping im direkten Vergleich. Das tut immer weh. Das ist so ein, das kann den Impuls erzeugen oder zumindest die Kettenreaktion mit forcieren. Weil ich sehe es durchaus in einigen Unternehmen, dass durchaus ein großer Teil der Führungskräfte durchaus sagt, oh ja, wir wissen, wir müssen da was tun, aber
es gibt so eine Haltung, die heißt, ja, aber ich kann es gar nicht tun und das Kollektiv kommt nicht dazu, zu starten. Ja, das ist, aber also tatsächlich ist, wenn man so eine KPI oder so ein Benchmark macht, das ist ganz toll. Was aber auch hilft, sind so die Beispiele von den Unternehmen, die durch Nichtstun oder durch sehr spätes Agieren einfach nicht mehr existieren. Und ist ja nachgewiesen, also empirisch auch nachgewiesen, dass die Fortune 500 Unternehmen 80% innerhalb eines Jahrzehnts ausgetauscht werden. Und nur die 20% der Unternehmen, die in der Lage sind, sich agil immer wieder neu zu erfinden, nachhaltig erfolgreich bleiben. Und es gibt ja vielleicht auch, Gott sei Dank, Beispiele, die man immer wieder bringen kann. Kodak ist so ein schönes Beispiel, ja. Über 100 Jahre lang Markt- und Technologieführer in dem Bereich. Oder auch Nokia, ja, jahrzehntelang den Mobiltelefonmarkt dominiert und irgendwann dann eigentlich als Nokia-Einheit so gar nicht mehr existent. Aber nutzen sich diese Beispiele nicht manchmal ab? Das ist dann auch so wie beim Raucher, dem kannst du also ganz eklige Fotos auf seine Zigarettenpackung machen, der raucht weiter. Das ist nur so, das stimmt, das ist das eine, aber das ist nur so, wenn man den Unternehmen nicht gleich die Potenziale des Neuen aufzeigt. Weiß nicht, genau. Hab ich letzte Woche schon die Geschichte von James Watt erzählt? Nee. Oder doch, wir haben mal drüber gesprochen. Lass uns mal in die nächste Phase reingehen. Lass uns mal davon ausgehen, dass sozusagen Sense of Urgency ist kreiert worden, das Zentrum, wie das immer mein ehemaliger Chef, der Theo Midzic, sozusagen das Zentrum des Unternehmens ist, der sagt so, wir wollen jetzt handeln, wir machen, wollen was tun und jetzt sagen wir machen das mit euch. Was macht ihr dann? Danach sagen wir, da wir ja selten deutlich mehr inhaltlichen Know-how haben wie die Unternehmen selber, müssen wir die Unternehmen ertüchtigen, zu einem Ergebnis zu kommen, welche Thematik sie als erstes angehen. Und dazu versuchen wir schon eine ganze Menge Methoden einzusetzen, um rauszubekommen, was ist denn das Wichtigste. Und da gehen dann auch diese Methoden, die man in die Ideengewinnungsphase und in die initiale Umsetzungsphase hat, gehen da Hand in Hand. Deswegen kann man die zwei Phasen gar nicht so streng trennen, weil nämlich da auch zu Beginn mehrere Ansätze und Bereiche adressiert werden müssen. Ja. Ich beginne ganz besonders gern von dieser basierend auf der Customer Journey mit einer Blue Ocean Strategy, ja, dass ich ein Unternehmen klar mache. Wir schauen 3 bis 5 Jahre voraus, also diese sogenannten Produktlebenszyklen, sagen, wie wird der Markt mit der bekannten technologischen Entwicklung in 3 bis 5 Jahren aussehen können. Ja. Und dann arbeiten wir gerne, wie muss sich unser Unternehmen dann in 3 bis 5 Jahren am Markt positionieren? Was ist das Know-how, technisch, organisatorisch, das wir haben können? Und daraus dann Geschäftsmodelle abzuleiten, daraus so eine Value Proposition abzuleiten und daraus dann den Themenbereich zu identifizieren, der sich am ehesten eignet. Also das sind, das sag mal, ähnliche Vorgehensmodell, wie ich das jetzt sagen, aus dem Zukunftsmanagement her kenne, dass man sagt, man verlegt die sozusagen die Ist-Analyse in die Zukunft und sagt, wir stellen uns jetzt mal vor, wir sind im Jahr 2020. Wie sieht da der Markt, der Wettbewerb aus, die Kunden und welche Chancen und welche
mal, Bedrohungen ergeben sich in dieser Situation und was davon können wir für uns selber nutzen? Genau, diese übliche Methode der Trend- und Zukunftsforschung, Technologie-Roadmap spielt da rein, wahrscheinliche zukünftige, aber auch solche Ansätze wie Black Swan oder diese Potential Noise-Ansätze. Was kann sich da ergeben? Das muss alles berücksichtigt werden. Dann hängt es da wieder davon ab, wie weit ein Unternehmen ist, wie viel Know-how das sie haben, zu wie viel Ergebnissen, dass sie da kommen. Ja? Also ich habe da erlebt, dass Unternehmen sich gar nicht vorstellen konnten, ja, oder dann nur mühsam ein Beispiel erarbeitet haben. Ich habe aber auch schon Workshops und Vorgehen in Unternehmen erlebt, wo sie dann nur so gesprudelt haben und die eigentlich schon alles wissen und es nur hilfreich war, das zu visualisieren, das in eine Reihenfolge zu bringen und dann zu einer Abstimmung oder zu einer Entscheidung zu bringen, was gehen wir denn initial an. Was ist denn das Ergebnis dieser Analysephase? Das Ergebnis der Analysephase ist im Allgemeinen, dass man weiß, wie es aussieht, also wie es weitergeht und daraus dann eine Entscheidung treffen kann, welche Punkte man als nächstes angeht. Ne? Ich versuche gerade einen anderen Bildschirm zu teilen. Das ist jetzt die Analysephase, da haben wir im Wesentlichen die Blue Ocean Strategy mit bisschen gemischt. Wir haben gesagt, das Ergebnis der Analysephase ist ein Cockpit. Und auf Basis dieses Cockpits sind wir in der Lage, Ideen zu bewerten und zu priorisieren. Okay, also ihr würdet auch so einen Weg gehen, dass er sagt, in der Entwicklungsphase werden sozusagen Ideen durch den Trichter gejagt. Kann ich das so richtig verstehen? Wie macht ihr dann Bewertung? Ist das eine kollektive Bewertung? Das kommt drauf an, also auch wieder, wie viel Zeit, wie viel Power, wie viel Ressourcen haben ein Unternehmen. Das kann man wieder nicht verallgemeinern. Ja, ein großes Unternehmen, das auch bereit ist oder in der Lage ist, Millionen oder zwei-, dreistellige Millionenbeträge zu investieren, da wird man tatsächlich noch externe Tests mitmachen, Kunden befragen, externe Stakeholder mit reinholen. Bei kleinen Unternehmen, die sagen, ja, wir haben nur 25 Mann, 30 Mann, 50 Mann, ja, wir haben gar nicht die Möglichkeit, da richtig viel Geld zu investieren. Da muss man sagen, das wird mit einem natürlich erhöhten Risiko, müssen dann die Chefs des Unternehmens das einfach definieren. Ja? Und das ist natürlich dann in der Gruppe, ist das so eine Gruppenbewertung. Aber da kann auch wieder kontextabhängig eine ganze Bandbreite von Unterstützungsaktivitäten geleistet werden, ja. Von Verifikation, Marktanalysen, Delphi-Studien, Roadmap-Aktivitäten, Befragungen von Kunden und Analyse von Konkurrenten, Marktvariablen und so weiter. Wie sieht zum Durchrechnen potenzieller Geschäftsmodelle? Um da mal ein bisschen Fleisch dran zu kriegen, könntest du das anhand von einem konkreten Projekt, was ihr jetzt auch schon gemacht habt, erläutern und sagst, das war eigentlich die Ausgangssituation, das ist bei der Analyse rausgekommen, die Themen sind wir bei der Entwicklung angegangen, dann können wir vielleicht im Nachgang auch über diese Testphase sprechen. Ja, ich versuche gerade zu abstrahieren, weil absolut alles, was wir mit Unternehmen und Organisationen zusammen machen, ist vertraulich. deswegen versuche ich jetzt. Doch dann ganz klar, dieser sozusagen ein führender Baumaschinenhersteller aus dem Süddeutschen. Genau, das könnte dann jeder schließen, ja.
Deswegen versuche ich so etwas nochmal jetzt zu verallgemeinern und sagen, ich möchte nicht mal die Branche nennen, weil das durchaus Rückschlüsse zulässt, wie sich so ein Unternehmen in diesem Bereich aufstellt. Und wenn da eine Kommunikation stattfindet, überlasse ich das gerne dem Unternehmen oder will und soll und muss das dem Unternehmen überlassen, wie und wann sie etwas kommunizieren. Analysephase, ja, also ich bin gerade mit einem durchaus größeren Unternehmen, nicht in Süddeutschland, sondern in Norddeutschland zugange. Und so da. Bitte? So weit reicht dein Arm. Ja, also wir haben hier in der Nähe durchaus Flughäfen, wo man leicht nach Hamburg kommt. Okay. Morgens hin und abends zurück. Wir haben begonnen dort tatsächlich mit der Sensibilisierung, haben tatsächlich die ganzen Innovationsbereiche, die Technologieentwicklungsbereiche, die Produktmanager mit im Boot gehabt. In der nächsten Phase der Sensibilisierung ist das in den Vorstand gegangen, der dann gesagt hat, ja, ich gebe ein gewisses Budget frei und dann sind wir in die Analysephase gegangen und haben gesagt, so, was könnte denn der ein interessanter Bereich sein, wo in 3 bis 5 Jahren, und da haben wir den Bereich versucht zu identifizieren, wo die Produktlebenszyklen für dieses Unternehmen möglichst kurz sind, weil A, da kann man relativ schnell etwas zeigen, und B, in diesem Umfeld die größte Konkurrenzsituation stattfinden wird. Ja, also da wird es sich auch am schnellsten bewegen müssen. Deswegen also, haben wir so kurz, auch wieder kurze Lunte, großer Knall. Genau, das Übliche. Ja. Auch tatsächlich sind da die Produktmanager und die Vertriebsleute am ehesten sensibilisiert und bereit, etwas zu riskieren. Ja. Wenn ich ein Unternehmen habe, das mit einem gewissen Produkt jetzt über mehrere Jahre und auch noch in der Vergangenheit und über mehrere Jahre absehbar gut Geld verdient, da ist dieser Sense of Urgency nicht da. Ja. Wenn aber die Unternehmen merken, ach, so langsam werden die Umsätze da geringer oder es gibt Konkurrenten, bei denen die Umsätze sehr viel stärker wachsen wie bei uns, dann unterstützt es neben der technologischen Sensibilisierung noch den Sense of Urgency. Dann gehen wir in diese Analysephase hinein. Allerdings ist es gar nicht so trivial, weil diese Kundenbeobachtung wird nicht oder funktioniert nicht, indem man das Aktuelle extrapoliert, sondern man muss sich klar sein, dass in Zukunft durch diese digitale Transformation und die Vernetzung von domänenübergreifenden Produkten und Dienstleistungen vollständig neue Wertschöpfungsansätze am Markt existieren. Ich versuche es mal als Beispiel klar zu machen, und zwar in einem Bereich, wo jetzt auch sehr allgemeingültig ist. Wir haben dramatische Entwicklungen im Bereich der Medizintechnik. Wir haben dramatische Entwicklungen im Bereich der Genanalyse. Wir haben dramatische Entwicklungen im Bereich des Essens der Zukunft. Ja, und das ist ein wunderschöner Bereich, wie zwei Domänen und wahrscheinlich sogar 3 oder 4 Domänen, wenn man noch Sport und Bewegung mit dazu nimmt, in Zukunft zusammenwachsen werden. Und wenn man jetzt sagt, ja, wir haben als zukünftigen Kundenstamm die alternde Gesellschaft in Deutschland, und das ist sehr gut vorhersehbar, ja, wie viel das sein werden, und sagen, wir möchten das Essen für diese alternde Gesellschaft in 10 Jahren bieten, ja, dann ist man ganz schnell bei einem Produkt oder bei einem Produkt-Service-System, wo gesagt wird, in 15 Jahren wird für die alternde Gesellschaft das Essen gedruckt, ja, und da fließen dann Informationen ein, wie die Genanalyse, die tägliche Blutanalyse, hat jemand Diabetes, Fettleibigkeit oder sonst irgendetwas, der Bedarf an Nährstoffen, der Bedarf an weiteren Sachen,
der Bedarf an Füllstoffen. Und dann ist es nicht mehr nur eine Branche, eine Kundenperspektive, die berücksichtigt werden muss, sondern das ist eine Kombination aus allem. Ja, und diese Extrapolation oder diese Weiterentwicklung der Kombination von bisher getrennt zu betrachtenden Domänen und Kundenanforderungen muss man in der Lage sein, in Zukunft integriert zu betrachten. Ja, und dann versuchen wir daraus tatsächlich zu sagen, was möchte denn der Kunde haben? Was ist ihm denn unter Zuhilfenahme der technologischen Entwicklung, der gesellschaftlichen Entwicklung denn wichtig? Ja, also auch ein Beispiel ist, wir können davon ausgehen, dass im Jahr 2030 70% der Menschheit in großen Megacities lebt. Sehr bekannt ist, dass dort sehr schwer zu parken ist, die Mobilität in diesen sehr stark wachsenden Städten nicht ganz einfach ist, weil die öffentlichen Verkehrsentwicklungskonzepte immer hinterherhinken. Deswegen wird es da ganz sicher sein, dass neue Mobilitätskonzepte Einzug halten werden. Ja, und jetzt, möchte ein Kunde im Jahr 2030 seine Mobilität erleben? Ja, diese Bilder aus angrenzenden Bereichen oder allgemein verständlichen Bereichen müssen wir dann in dem Unternehmen auch tatsächlich zugrunde legen, so dass sie in der Lage sind, das auf ihren Bereich zu übertragen. Und dann so eine Art Strategiekurve bis hin zu einem Businessmodell zu analysieren. Das nächste Problem oder die nächste Herausforderung, die sich dann da ergibt, ist tatsächlich, wie sieht denn die Wertschöpfungslandkarte, die Value Chain aus? Ja, dadurch, dass man nicht mehr nur eine einzelne Branche oder eine einzelne Domäne betrachtet, und die Produkte vernetzt und damit auch deutlich komplexer werden, muss man in der Lage sein, das Wertschöpfungspotenzial von möglichst vielen guten Unternehmen oder Leistungserstellern zusammenzubringen und sagen, genau die Ressourcen, und es können interne, externe Ressourcen sein, sind notwendig, um in 3, 5 oder 10 Jahre diese Leistung zu erbringen. Also wenn ich da mal einhaken darf, das ist, das heißt für euch auch so etwas wie Ökosystemdesign, machen die Fraunhofer auch, dass sie sagen, okay, wir müssen mal gucken, aus Kundenproduktsicht, wen müsste man denn zusammenbringen, um dort agieren zu können? Das nennt ihr dann, ihr guckt euch dann sozusagen die zukünftige Wertschöpfungskurve an, ja? Also das schauen wir uns an. Ich mag den Begriff Ökosystemdesign nicht. Aus einem Grund, weil das tatsächlich nur von sehr wenigen Unternehmen her gedacht ist. Also es wird Ökosysteme geben. Wir haben schöne Beispiele. Apple unterhält so ein großes Ökosystem. Einige der Automobilhersteller unterhalten so ein großes Ökosystem. Tatsächlich sind die Fraunhofer bei diesen Unternehmen sehr gut zugange, machen da auch einen tollen Job. Also aus dieser Unternehmens- und Fraunhofer-Perspektive. Wir sind doch dann häufiger bei kleineren Unternehmen, die Fragen stellen. Und die sind selten in der Lage, ein eigenes Ökosystem zu gestalten. Deswegen sprechen wir viel lieber für diese kleineren Unternehmen von der Value Chain oder Wertschöpfungspartnerschaft. Und tatsächlich ist es das, welche Rolle können wir in einem oder in mehreren Ökosystemen spielen. Also ich möchte den Begriff Ökosystem nicht schlecht machen, der ist richtig, ja. Aber der ist aus einer gewissen Perspektive geprägt. Wir können natürlich jetzt, das ist ja eigentlich ja durchaus ein wichtiger Punkt, ne? Dass man davon ausgehen muss, dass es ja nur wenige Plattformen in der Zukunft gibt, dass also sozusagen dieser Netzwerk
in der Netzwerkökonomie sich an bestimmten Punkten Hubs fast wie Monopole bilden. Ja. Und dass man sich das viele Unternehmen einfach abschmecken können, ja, dann gibt es halt im Zweifelsfall den einen Amazon, aber ich kann noch agieren auf dessen Marktplatz. Ja, und in den Marktplatz kann ich auch weiterhin mein Geschäft machen, aber ich bin nicht die Plattform. Genau. Das ist durchaus etwas, was man diesen Unternehmen klar machen muss, dass dann die Rolle gegenüber dem Kunden sich verändern wird. Ich nehme nur, wenn man ein ganz kleines Beispiel, alle kennen so ein Blutdruckmessgerät, ja? Und Pulsmessgerät. Das ist in Zukunft einfach in die Smartphones oder in die Smartwatches integriert, ja. Und wenn man noch Dienstleistungen anbieten will, dann muss man das über die Ökosysteme derjenigen machen, die beim Kunden sind. Ja? Deswegen wird sich da einiges ändern, aber als Kleiner, ja, der da etwas bisher angeboten hat, darf man dann nicht mehr nur sagen, ich möchte oder ich darf nur in einem Ökosystem mitspielen, sondern ich muss mein Wertschöpfungspotenzial, vielleicht meinen zukünftigen USP kennen und sagen, damit möchte ich mich dann aber auch in möglichst vielen Ökosystemen oder Wertschöpfungspartnerschaften etablieren. Okay, das ist aber ein wichtiger Punkt quasi so für uns als Studenten, das zum Mitschreiben, dass wir hier erkennen, was ist, kann die Strategie der Kleinen sein, eben unterschiedliche Ökosysteme identifizieren, in der sie sich einklinken, nicht nur eins, sondern mehrere und sozusagen den Radar etwas größer aufspannen, um dann zu sagen, okay, wo kann ich dann, so wie du das nennst, Wertschöpfungspartnerschaften eingehen? Ja, wo werde ich überall ein Rädchen im Getriebe. Genau. Und aber auch noch weiterdenken. Ja, also man hat ja schon ein gewisses Know-how, oftmals ein gewisses Know-how, ein gewisses Hintergrundwissen, gewisse Erfahrungswerte, gewisse technologische Kompetenzen und sagen, wie kann ich denn mit diesem technologischen Wissen in neuen Bereichen, in sich verändernden Bereichen Mehrwert schaffen? Wo werde ich denn für den zukünftigen Plattformbetreiber denn unersetzbar? Ja? Und das ist das, was man anstreben muss. Und dann kommen in der Entwicklung der Analyse die Geschäftsmodelle rein. Ja? Das ist nämlich dann das Nächste. Und das sage ich immer, man muss tatsächlich schon auf der Projektebene, und zwar für jedes einzelne Projekt, eigentlich einen kompletten Business Model kennen, was formulieren. Ich muss doch noch mal einhaken, euer Ehren, weil du das Beispiel genommen hast, das ist ja durchaus konkret genug und trotzdem fiktiv. Ne? Lass uns annehmen, ich sei jetzt Hersteller von Pulsdruckmessgeräten oder ich weiß gar nicht, wie heißt das nochmal, was die was die Ärzte nutzen, um mir das Herz abzuhören. Ich bin ja kein Techniker, kein Medizintechnik. Sag mal, ich bin ein Medizintechnikunternehmen und das ist die Perspektive, die ich habe, da ich sage, ich muss mich, mein Gerät kann ich zukünftig gar nicht mehr alleine verkaufen, sondern ich muss mich hier irgendwie an diese Welt andocken. Ja, ich muss mich hardware-seitig daran andocken und ich muss mich, sag mal, plattform- und software-seitig andocken. Und möchte aber auch unentbehrlich werden. Was ist dann sozusagen euer Ansatz, den ihr mit so einem Unternehmen entwickelt? Das ist dann tatsächlich, da gehen wir sehr gerne diese Blue Strategy, also die halte ich echt für schön und auch einfach zu nutzen, dass man sagt, wo gibt es denn einen Bereich, wo in Zukunft eine Dienstleistung, ein Produkt in dieser vernetzten Welt angeboten werden kann, abgeleitet aus Customer Empathy oder irgendwelchen Customer Journey Ansätzen, wo bisher noch kein gigantischer Wettbewerb ist. Und dann, was muss ich tun, um diesen Bereich zu besetzen? Wo muss ich
zusätzliche Leistungen oder zusätzliches Know-how erarbeiten? Wo muss ich vielleicht kostengünstiger werden? Welches Bereiche muss ich besser machen? Was muss ich neu machen? Gibt es vielleicht auch etwas, was ich gar nicht mehr machen darf oder mehr machen brauche, weil es zu teuer, zu umständlich ist oder gar nicht mehr gebraucht wird? Was hilft denn in diesen, okay, sag mal, über Blue Ocean identifiziert er Handlungsoptionen, Handlungsfelder? Welchen Beitrag leistet dann in dem Kontext Design Thinking oder Service Design? Es ist so, das ist jetzt ein bisschen blasphemisch von mir. Es gibt ganz viele Methoden, also wir bewegen uns schon fast durch einen Methodenbuch. Jeden Tag werden irgendwelche neue Methoden und Ansätze, Modelle formuliert. Wir machen ja auch so etwas. Design Thinking, und da werden wir jetzt viele widersprechen, aber ich sage, Design Thinking hat zumindest ganz viele Elemente, die für Kundenaspekte, also die Kundenaspekte betrachten. Ja? Die sind zu einem Teil identisch mit dem, was in der Blue Ocean Strategy gemacht werden. Oder zumindest sehr ähnlich. Das Gleiche ist die, wenn man den Osterwalder mit Business Model Canvas oder Value Proposition Canvas nimmt. Im Value Proposition Canvas werden ja die Kundenanforderungen mit den möglichen oder die Kundenjobs mit den möglichen Gains und Pains betrachtet und daraus dann die abgeleitet, die man in Zukunft machen sollte und wo man den Kunden beziehungsweise helfen kann oder ihm Schmerzen wegnimmt oder seine Leistungsfähigkeit verbessert. Wieso konzentrieren wir uns nicht nur auf eins? Das ist jetzt wieder kontextabhängig. Ja? Also wenn wir bei ganz bodenständigen, mittelständischen Maschinenbauunternehmen hier im Badisch-Schwäbischen auftauchen und denen mit dem Begriff Design Thinking kommen, jagen die uns vom Hof. Ja, die sagen, was soll denn das? Ich möchte kein Design, ich möchte handfestes Engineering. Das spielt natürlich mit rein, dass der Begriff Design Thinking im Deutschen sehr häufig falsch benutzt oder übersetzt wird. Ja, das ist ja auch eher tatsächlich ein Engineering-Ansatz als ein Gestaltungsansatz und als ein Design in unserem Sinne Ansatz. Und deswegen muss man auch tatsächlich im Rahmen der Kontextbetrachtung, ja, die Begrifflichkeiten anpassen und die Tools dann entsprechend nutzen. Ja, also schwäbisch relabeln. Ja, das, genau. Ich mache zwar benutze Methoden aus sozusagen der Design Thinking Gedankenwelt. Ich benenne sie aber nicht so. Genau. Umgekehrt ist das jetzt, wenn man im Umfeld ist von SAP, ja, oder auch einigen amerikanisch geprägten Unternehmen. Und dort nicht das Design Thinking Begriff fallen lässt, ja, hat man gar keine Chance, mit denen weiterzusprechen, weil die sind, da sind die Begriffe so etabliert, ja, dass es ohne die gar nicht geht. Ich bin da vollständig schmerzfrei. Ja, ich sage, ach, ist doch vollkommen egal, wie man das Baby nennt, ja. Es kommt darauf an, dass zum Schluss etwas rauskommt, was hilft. Also ich denke, was ja die Krux vieler Innovationsprojekte in der Vergangenheit war und vielleicht vielfach auch noch ist, dass, sag mal, die Innensicht sehr stark dominiert. Und ja, ein Beitrag, den ja Design Thinking liefert, ist der, nennen wir es mal, User Research. Und diese User Research ist ja eher ein empathischer, ein qualitativer, der sozusagen auch die eben nach den Painpoints fahndet und nach den möglichen Wegen, wie Kunden
Probleme, die ihn wirklich auf den Fuß, wo der Fuß im Schuh drückt, wie die, also was sie heute schon für sag mal, was sie für einen Aufwand auch betreiben, also wie viel Aufwand sie betreiben, um hier und jetzt schon eine Lösung für sich privat zu finden, auf die man gegebenenfalls dann auch aufsetzen kann. Ja, ich meine, witzigerweise, also du kennst ja auch den Value Proposition Canvas, ja? Von Osterwald. Eigentlich ist das ja das Gleiche, oder? Ja. Ich hab ihn extra auch nochmal hier. Was die Kollegen natürlich echt gut drauf haben, da musst du noch nachziehen, ist Schönheit. Ja, es ist, jetzt habe ich natürlich die falsche Seite, aber vielleicht kannst du ja mal ganz kurz mal einblenden, das, was deine Studenten für dich machen, dass ihr euch selber auch ein Stück weit von der PowerPoint-Ästhetik verabschiedet habt und jetzt stärker in Richtung anderer Visualisierungstools geht. Also Visualisierung, das ist uns ganz wichtig. Also Usability und Benutzerfreundlichkeit ist sehr wichtig. Jetzt habe ich dich geteilt, oder? Ja, jetzt musst du weg, einmal teilen, beenden. Ja, jetzt ist alles wieder gut. Wir gehen ganz massiv vor, dass wir sagen, es geht nicht nur darum, etwas inhaltlich zu erarbeiten. Hier haben wir jetzt sind wir den Themenbereich Exponential Organizations angegangen, EXOS. Und haben gesagt, wir müssen in der Lage sein, auf einer Seite so ein Konzept, und das könnte auch ein Produktkonzept oder ein Produkt-Service-Konzept sein, darzustellen, dass ein Vorstand in der Lage ist, das zu verstehen. Deswegen legen wir auf solche Aspekte der Usability oder UX, also User Experience, relativ viel Wert. In dieser Testphase oder in der Create-Phase ist das für uns durchaus eine sehr, sehr wichtige Domäne, die betrachtet werden muss. Allerdings per se im Design Thinking ja nicht anders mitgegeben wird wie in den anderen Bereichen. Ja. Das ist tatsächlich, für mich ist das unter den Gains, ist das eine Herausforderung, die Usability oder die Nutzungs, eine schöne Oberfläche, eine Nutzungsfähigkeit, User Experience zu gestalten. Jetzt gucke ich so ein bisschen auf die Uhr. Wir haben uns sozusagen davongleiten lassen. Bei mir ist immer die eiserne Regel, nicht länger als eine Stunde. Viele sagen ja, ach, ist ja eh Quatsch. Maximal 5 Minuten, aber wir verfolgen ja hier auch das Ziel, das, was wir hier besprechen, sozusagen für die Redaktion der Studie auch weiter zu benutzen. Insofern vielleicht lass uns heute hier noch sozusagen diese Create-Phase gedanklich abschließen und dann nehmen wir uns lieber noch mal einen weiteren Termin. Ja. Also, was kommt dann raus? Also, das war die Analysephase. Dann in der Entwicklungsphase wird dann komplett eine gemeinschaftliche Produkt-Service-Idee, also oder digitale Produkt-Service-Idee entwickelt. Bitte? Sind das dann eine oder mehrere? Also, man sagt ja, steigt die Chance, dass eine gute darunter ist. Es hängt wieder, also natürlich wird mit mehreren begonnen, aber da versuchen wir tatsächlich so eine Art Stage-Gate-Prozess einzuhalten, ja, dass die Bereiche dann weggeschickt werden und dann, wie bei Deutschland sucht den Superstar, werden zu gewissen Zeiten, also zu gewissen Gates, Zwischenstände präsentiert und dann muss halt wieder abhängig vom zur Verfügung stehenden Budget muss dann irgendwann mal gesagt werden, welche Idee verfolgen wir denn weiter. Ja, das sind wir tatsächlich, da haben wir uns am Dieter Bohlen orientiert, der ist ja in Deutschland gut verbreitet und weit bekannt.
Und da haben wir so eine, entwickeln wir dann gemeinsam mit den Unternehmen Gate-Kriterien, anhand derer entschieden wird, welche Ideen umgesetzt werden. Aber das heißt also, in die Testphase geht ihr im Zweifelsfall nur mit einem Konzept? Nee, also im Zweifelsfall ja. Also wenn das Unternehmen, wie gesagt, wir haben es halt auch mit kleinen Unternehmen zu tun, die nur 25, 30, 50 Mitarbeiter haben. Ja. So klein? Ja, so klein. Auch die sind von der digitalen Transformation bedroht. Auch die haben trotzdem riesige Potenziale. Die können es sich gar nicht leisten, mit 5 Konzepten in der Testphase zu gehen. Ja, also die müssen oftmals tatsächlich ihre Zukunft, zumindest für eine gewisse Zeit, auf eine Karte setzen. Ja. Die haben dann ihre Standardprojekte oder ihre Standardprodukte, die sie weiter betreiben müssen. Diese AMDX3 kennen wir ja. Und dann haben sie aber auch genau das Geld und die Ressourcen, ein weiteres Projekt zu starten, mit dem sie die Zukunft angehen können. Je größer das Unternehmen wird, desto mehr kann man natürlich parallel machen. Aber auch da sagen wir, es sollte das nicht mehr wie eine Handvoll sein, die gleichzeitig betrieben wird. Okay, dann würde ich sagen, lass uns mal hier den Cut machen und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit der Entwicklungsphase. Durchaus ja, dann wird es ja sozusagen, dann kommen wir im Bereich des Haptischen zumindest, aber auch des Erlebbaren und wie ihr dann vorgeht, das wollen wir dann beim nächsten Mal besprechen. Ja. Bis hierhin erstmal.